Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Warhammer 40k Space Marine. Jetzt musste ich tatsächlich mal kurz überlegen, in welchem Spiel wir gerade sind. Wildheit freigeschaltet. Jedes Mal, wenn Sie einen Feind Schaden zufügen, steigt die Wildheit. Sobald die Wildheitsanzeige voll ist, können Sie mit T in den Wildheitsmodus wechseln. Im Wildheitsmodus werden alle Ihre Nahkampfangriffe verstärkt und verursachen massiven Schaden. Und Sie gewinnen Gesundheit zurück. Der Wildheitsmodus endet, wenn die Wildheitsanzeige leer ist. Ja, macht Sinn, was, ne? Was wissen Sie über die Titanen? Nur, dass ein paar Trupps den Titan Invictus beim Manufaktorum Ajakis bewachen sollten. Aber das ist 2 Wochen her und der Kontakt ist abgerissen. Wir müssen den Titan erreichen. Der schnellste Weg führt über die Eisenbahnbrücke hinter dem Geschützkomplex. Er führt direkt zum Westtor des Manufaktorums. Na gut, dann machen wir das mal. Hey, Kollege. Geben Sie mir das Feldhandbuch. Auf einer verdammten Fabrikwelt und kein Tech-Priester in Sichtweite. Ja, echt so ein Mist, oder? So. Und da sind wir wieder zurück in einem sehr düsteren Universum. Ihr seht irgendwie alle gleich hässlich aus. Okay, dann versuchen wir doch gleich mal den Modus. Oh ja, das schmetzelt gut durch. Na. Jetzt wollte ich schon auf sie schießen. Okay. Alles klar. Na, dann spackt er mal ein bisschen ab. Ist okay. Schnell, schnell, schnell! Wir brauchen die verdammten Medipacks! Ja, immer muss hier alles schnell gehen. Wie wär's mit entspannt und ruhig? Aber, na gut. Space Marine! Und dann holen wir uns ein bisschen Leben zurück. Und Ansturm. Also ich glaube, der Bolter ist wirklich hauptsächlich dafür gedacht, wenn was aus von der Entfernung herkommt. Alles andere wird dann in Nahkampf geklärt. Okay, dann haben wir die Wildheit wieder aufgeladen. Und nutzen sie gleich mal. Wow, wow. Na komm. Mal ein bisschen leben. Menschen zum Töten? Nee, nee, nee. Läuft hier ein bisschen andersrum, Kumpel. So leicht ist das hier nicht. Okay. Die Orks halten die Gräben hinter den Ruinen und die Stellungen dahinter. Und die Geschützbatterie? Die Orks nahmen sie ein, kurz nachdem wir ankamen. Vor etwa 2 Wochen. Unsere Einheit war die einzige, die landen konnte, bevor sie die Überhand gewann. Und jetzt kommt keins unserer Schiffe an dem Geschütz vorbei. Ah ja. Na gut. Das kriegen wir bestimmt alle schon irgendwie gedeichselt. Zugriff gewährt. Abschützengewehr. Starker Bolter freigeschalten. Dieser modifizierte Bolter ist mit Zielgerät und extrem genauen Geschossen ausgestattet und kann Feinde aus großer Entfernung fällen.
Der Stalker-Bolter funktioniert vergleichsweise gut als Präzisionsgewehr oder als Scharfschützenwaffe. Alles klar, wissen wir Bescheid. Aber wir versuchen gar nicht so weit vom Gegner entfernt zu bleiben. Da sind die Orks in die Batterie eingebrochen. Wir haben es nicht hineingeschafft. Wir sind einfach nicht genug. Sie haben so lange alleine überlebt, Leutnant. Das haben Sie gut gemacht. Sie sind nicht mehr allein. Wir holen das Geschütz zurück. Sie bekommen Ihre Verstärkung. Ich verlasse mich auf Sie, Captain. Ah, kannst du machen, Mädel. Das schaffen wir schon. Okay, dann holen wir uns noch ein bisschen Munition. So. Ja, durch die Servorüstung sieht das immer so ein bisschen merkwürdig aus. Wenn er rennt. Immer so dieses leicht abgehackte. Boah. Okay, eine Granate. Ja, damit können wir umgehen. Ja. Na komm. Wo denn, was denn wieder? Wer denn? Ich bin noch in gar keinen Explosionsradius. Bin ich hier richtig lang überhaupt? Sieht im ersten Moment jedenfalls nicht falsch aus. Den mache ich doch die ganze Zeit schon. Lass mal gucken. Okay, Sprengfässer. Wo seid ihr? Aber nicht viel mehr. Also ich denke mal, viel Tiefgang braucht man bei dem Spiel nicht erwarten. Gehen wir durch das Loch, das der Brocken hinterlassen hat, in die Festung. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Wo lang denn jetzt? Hallo? Ja, von wo? Was denn? Wie denn? Wer denn? Ihr rennt hier lang. Ja, okay. Ne, da sind wir ja gekommen. Hier müssen wir dann wahrscheinlich lang. Nö, muss ja nicht. Erhöhte Zahl. Kumpel, du brennst ein bisschen. Naja, juckt dich nicht. Man hat ja auch eine richtig dicke Servorüstung. Okay, jetzt haben wir hier ein paar Geschütze. Die Geschützen vor sich hin und, oh, Freunde. Oh ja, das Kettenschwert, das macht einen guten Job. Noch mal ein bisschen Leben. Okay, da ist ein Pfeiler im Weg. Ah, jetzt nicht mehr. Das ist früh geärgert. So, dann machen wir mal Türchen auf. Leuchtet so schön grün. Was passt jetzt zu den Grünhäuten? Versorgen wohl Orkfallen auf dem ganzen Schlachtfeld. Dann sollten wir dagegen vielleicht mal was tun. Sturmunterstützungskapseln wurden in dieser Gegend abgeworfen. Oh, das ist aber liebenswürdig. Oh, ein Jetpack. Schön. Ja, so schnell kann umziehen sein.
Sprungmodul freigeschaltet. Halte Leertaste gedrückt, um das Sprungmodul auszulösen. Drücke im Flug Maustaste 2, um dich auf Gegner zu stürzen und diese zu lähmen oder zu töten. Fernwaffen sind während des Tragens des Sprungmoduls auf Bolterpistole und Bolter beschränkt. Ja, das soll mir erstmal reichen. Ich habe ja eigentlich Gehen auch nichts Sie anderes oben, gerade. Captain. Wir kümmern uns um die Orks hier unten. Okay. Alles gleich im Bärchen. Ich habe die Macht des Sprunges. Oh, damit kann man bestimmt auch ganz nice ausweichen. Oh, ich muss aufpassen, wenn ich... nicht zu sehr übertreibe, dann schaffe ich mir selber noch. Ah, da oben ist noch einer. Wow. Hör doch auf mit sowas. Und von sowas kommt sowas. Das. Oh. Der wollte sich nicht für Energie aufopfern. Okay, alles klar. Okay, diesmal hat's funktioniert. Alles klar, Kumpels. Dann wo denn die denn? Kommt der Schuss her? Da kommt der her. Okay, tot. So, noch wer? Alle Gleiten beseitigt, ja? Hallo, da bin ich wieder. Mhm. Und dann machen wir mal Türchen auf. So, das wollte ich gar nicht so. Wow. Okay. Das war jetzt. Hallo. So. Oh, das macht schon irgendwie Spaß, muss ich zugeben. Okay, sonst noch irgendwer? Genau, die Kameraden hier unten mal ein bisschen unterstützen. Na. Wow. Jetzt geht's los. Also bei dem Ansturm oder Ansprung, muss ich... Oh. Da muss ich echt aufpassen wegen den Springfässern. Sonst tue ich mir persönlich keinen Gefallen. Lebensenergien ist nie verkehrt. Glorreiche Schlacht. Ah ja. Wie hübsch der Kerl aus dem Rohr guckt. Da ist der Brocken. Kein Platz für das Sprungmodul, Captain. Oh. Der Brocken hat die Orks direkt in die Festung gebracht. Ich gerade so schön an das Sprungmodul gewöhnt. Aber na gut, man kann ja nicht immer alles haben. Aber man kann es versuchen. Komm. So, da wird mir ein Weg gezeigt. Mal gucken. Gestartet.
dieser Festung wimmelt es von Orks. Es wird Tage dauern, sie zu befreien. So lange können die Imperialen nicht überleben. Wir müssen das Geschütz irgendwie zerstören. Seid vorsichtig und tragt eine große Waffe. Space Marine erkannt. Oh. Zugang zum experimentellen Vergeltungswerfer erlaubt. Vergeltungswerfer. Klingt vielversprechend. Vergeltungswerfer freigeschaltet. Mhm. Der experimentelle Garaya-Schema-Vergelterwerfer, das ist ein ganz einfacher Name, ist ein spezialisierter Werfer für magnetische Fusionsladungen, die an Wänden und feindlichen Panzerungen haften bleiben. Okay, schießen mit Maustaste 1, R plus Maus 4 zum Zünden. Okay. Guck mal. Ah ja, okay. Na, schauen wir mal. Die medizinische Versorgung muss beim Abtransport Verstorbener mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Ich brauche eine größere Wumme! Ich habe immer so das Bedürfnis mit, komm. Was soll der Spaß? Der Spaß, klar. Der Quatsch. Eine Rüstkammer. Sicherlich nützlich. Okay, ich muss das Gerät in der Hand haben, damit ich es auch zünden kann. Also die Granaten. Schauen Sie, Captain. Meltersprengladungen. Das ist aber schön. Platzieren Sie die an den richtigen Stellen. Dann bricht die ganze Festung zusammen. Wir könnten die Ladung an einem der Geschosse anbringen. Leandros, Sie machen den Orden stolz. Schutzmaßnahmen echt? Eingeleitet. Mit einer ganz offensichtlichen Sache. Genau. Quotensteigerung. Das ist das, was zählt. Oh. Kriege ich aber ganz gut was ab hier. No. Lass mich mal durch, Kumpel. Alles klar, dann müssen wir glaube ich erstmal wieder zurück hier, oder? Und da holen wir uns gleich noch ein bisschen Lebensenergie. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, warum das Spiel ab 18 sein könnte. Das Munitionslager ist unten. Na, dann fahren wir da mal hin. Ja, Fahrstühle. Zugang auf obere Decks beschränkt. Ich glaube, damit kaschieren die nur irgendwelche Ladesequenzen. Ja, grün heute. Oh, die Viecher. Zerstört das Space Marine!
Ah, da habe ich doch wieder gehört. Sag mal, wie viel denn noch? Also da muss man ein bisschen hinhören, damit man die Sprengviecher hört. Einer wundervollen Bewegung. Hier, Captain. Wir müssen das Geschoss in die Ladevorrichtung stecken. Ja, dann machen wir das. Da. Ich bringe die Sprengladung an diesem Geschoss an. Na komm. Oh. Jetzt legen Sie das Geschoss ein. Na klar, nichts leichter als das, sagte Frederik. Erledigt, Captain. Mit etwas Glück laden die Orks es selbst ins Geschütz. Wir dürfen uns nicht aufs Glück verlassen, Sidonus. Wir folgen dem Geschoss nach oben und sorgen dafür, dass es sein Ziel erreicht. Zu Befehl. Und jetzt zurück zum Aufzug. Also, zurück zum Aufzug. Ja, dann vernichten wir mal die Geschützbatterie. Hör auf mich zu ballern. Ja. So. Je größer sie sind, 5 von 25. Ich weiß nicht, also jedes Mal, wenn ich jetzt versuche, meine Energie dann aufzuladen beim Boss, kontert der mich. Dies ist keine Übung. Ich weiß nicht, ob ich trotzdem Energie kriege, da muss ich jetzt nochmal genauer drauf achten, aber irgendwie nicht. Und was man in dem Spiel merkt, man hat zwar eine dicke Rüstung, aber die Orks können in kurzer Zeit ziemlich gut Schaden machen. Bisschen Munition. Oh. Noch mehr Munition. Und Tür Nummer 1. Weiß nicht warum, aber irgendwie. Jetzt kommt ein Spalter! Ein Spalter? Was denn für ein Spalter? Wow. Na, würdet ihr da oben auch mal hinballern? Äußerst liebenswürdig. Habt ihr es? Keine Angst, ich schieße noch öfter auf dich. Nein. Ah, Mist. Eigentlich wollte ich mir bei dem Kerl noch ein bisschen Energie holen, aber na gut, das hat nicht sollen sein. Jetzt was? Da, noch ein Aufzug. Ah, es gibt viele Aufzüge. Okay, Leute, erinnert mich dran, beim nächsten Gegner Energie aufladen. So, da haben wir erstmal etwas mehr Munition. Bin schon ganz nett gemacht, dass man kämpfen muss, um
also in Nahkampf gehen muss, um sich auch Lebensenergie zurückzuholen. Das finde ich eine nette Idee. Ich meine, klar, Space Marines verstecken sich ja nicht. Ein türiges Türchen. Oh, was haben wir hier? Scharfschützenmodus freigeschaltet. Ah ja. Scharfschützenmodus. Mit Wittert können Sie nun in den Scharfschützenmodus wechseln. Die Zeit verlangsamt sich dann und ermöglicht es Ihnen, Schüsse mit tödlicher Präzision abzugeben. Benutzen Sie T, um die um den Wildheitsmodus zu wechseln. Dann Steuerung Left, um in den Scharfschützenmodus zu wechseln. Der Scharfschützenmodus endet, wenn die Wildheitsenergie leer ist oder Sie Steuerung L loslassen. Der Scharfschützenmodus geht nicht für Geschützwaffen. Alles klar, also irgendwann haben wir anscheinend auch mal Geschütze. Gut. Na, wunderbar. Da ist unser Geschoss. Die Orks haben es zur Seite gelegt. Dann legen wir es zurück. Abstand halten. Lernhorst, legen Sie das Geschoss ein. Ich gebe Ihnen Deckung. Okay. Oh, hör doch auf mit sowas. Oh, Granate. Wo? Na. Was? Was war das jetzt? Ach, diese Sprengviecher. Nein. Ja, das wissen wir jetzt mittlerweile. Da ist unser Geschoss. Die Orks haben es zur Seite gelegt. Dann legen wir es zurück. Genau, so machen wir das. Legen Sie das Geschoss ein. Ich gebe Ihnen Deckung. Beschuss eingeleitet. Panzerboys von der Menschen. Okay. Ja, ich hol dich. Ich hol dich. Achtung! Das Quick geht in der Luft, Marines! Ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, da sehe ich schon. Diese komischen Sprengviecher, die nerven schon. Die sind ganz schön heftig. Lad nach.
Wow. Stellung halten. Ja, ich hatte ja die Stellung. Aber wäre schön, wenn du mit Nachladen mal fertig werden würdest. Nur so eine Idee. Wow. Also man fühlt sich als Space Marine ziemlich mächtig, aber... Granate! Einverstanden. Suchen Sie einen Ausgang. Ein. Alarm. Schwere Gebäudeschäden. Oh, der hängt schon ein bisschen in der Luft. Ach, schön. Große, effektvolle Explosion, so mag ich das. So, Freunde, aber ich würde sagen, an diesem Punkt sind wir jetzt erstmal am Ende. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.